So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval 2 mit Litauen. Ja, immer noch die, ja, wenn ich jetzt sage, die Aufnahme der letzten Session, die letzten 5, 6 Folgen müssten das jetzt sein. Heute mal wieder sehr produktiv. Ja. Diplomat, den kann man weiterschicken. Und das hier, ein Diplomat vom Deutschen Orden. Ja, die würden nicht mal auf den Waffenstillstand eingehen. Nein, der Kaiser hat den Handel mit dem Krieg Ja. verboten. So, Magdeburg. Wollt ihr die Na gut, bei Macht Magdeburg sind des Reiches viele Einheiten spüren? Dann kommt aufgestellt. näher! Also diese litauische Befestigung, die schreckt anscheinend wirklich ziemlich gut ab. Ansonsten wäre er da ja schon längst drüber marschiert. So, starten wir mal einen neuen Versuch Richtung Olysta. Nehmen wir die Ambusschützen mit. Ein paar estnische Rebellen. So. So, die füge ich mal zusammen. Fehler? Weiter geht's. Der versucht, mein Geschäft zu übernehmen. Schafft das? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Das meine ich nämlich mit den Kaufmännern. Also im Early Game tut's nicht. Das Risiko ist viel zu groß. So, hier geht's jetzt um eine Uhr. Die Uhr wurde entdeckt. Wunderbar. Ja, das alles konfiziert. Konfisziert? Konfiziert, ja. Konfuzius konfiziert. Ereignisse. Neues Familienmitglied. Ja, gut, die Familie, die ist mittlerweile so unübersichtlich groß geworden. Also, die brauchen wir uns wirklich gar nicht mehr anschauen. So. Vier frische Kaufmänner. So, Königsberg. Schaulen. Und Kaunas. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir überhaupt einen Kaufmann, der wirklich was taugt? Zwei, zwei, drei. Drei. Nee, der beste Kaufmann hat drei Schlümpchen. Wenn ich dann ihn hier sehe mit fünf, da kommen wir so schnell nicht dran vorbei. So, wir hatten doch irgendwo noch einen Ketzer, den wir verfolgen, den ich verfolgt habe. Genau, ihr konvertiert. Hat mal ein bisschen die Hände aufgewärmt am PC-Gehäuse. Das ist nämlich relativ kalt hier bei mir. Ja, aber der PC, der tut sein Übriges. Spart man sich wieder so ein bisschen die Heizkosten. So, schick die mal weiter. Wo ist der Ketzer? Oder hat sich vielleicht doch der Bischof von Novgorod um den gekümmert? Ich sehe ihn nämlich jetzt nirgendwo mehr. Der scheint beseitigt zu sein. Ja, gut. So. Wie kann ich dienen, Sultan? So, ein paar Truppen rekrutieren. Gut, wir sind mittlerweile bei 30.000 Staatskassenbestand, aber da sind die 5.000 noch eingepreist, die wir aktuell haben. So, und am Ende der nächsten Runde geht der Deutsche Orden dann auch flöten.
Norwegen ist auf die Flotte, hat Norwegen jetzt hier auch nichts unternommen. Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ich wechsle keine Worte mit dem Feind! Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Nur Belagerungsrede. Wäre fast sogar mal versucht zu sagen, okay, wir greifen da mal an. Ja, dazu wenig Kavallerie in der Armee. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Weg hier! Ihr seid nicht mein Kaiser! Ich denke, Magdeburg werde ich jetzt mal anfangen zu belagern. So. Irgendwo müssen wir ja mal den nächsten Schritt machen. Und hier Potsdam, die Armee erreiche ich nicht. Wollt ihr die Macht des Reiches? Belagern wir jetzt auch. Dann kommt näher! Schert euch fort, gottloser Schurken. Das ist hier so eine Frage. Besuch wäre es ja schon. Wer hat an der Stelle bei Stettin? Weil die eine Armee besteht fast nur aus Belagerungsgeräten. Die andere wahrscheinlich ausschließlich aus Geräten. Aber die letzte Schlacht, die hat mir da so ein bisschen wehgetan. Kann ich irgendwo Schlachter rekrutieren? Ja, hier. Die wären tatsächlich ganz hilfreich gegen diese Unmengen an Artillerie. So, ich hole noch mal ein paar neue Kaufmänner. So. Fast in jeder Region steht mittlerweile ein Priester. Kann sich auch sehen lassen. Da nehme ich auch noch einen. Ah, hier auch. Das können wir gut gebrauchen. So, Dünaburg, warum sind die Leute so unzufrieden? Zu wenig Heidentum. Nächster Versuch. So, Priester über Priester. So, wir belagern, und ich würde sagen, wir wagen es einfach mal. Bestimmt lustig. So, die Armee besteht tatsächlich nur aus Belagerungsgeräten. Die Verstärkung hat zumindest fünfmal andere Truppen, die nicht ein Belagerungsgerät darstellen. Das wird witzig. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Infanterieeinheiten, eine Kavallerie. Boah. Im Grunde müssen wir nur gucken, dass wir diese Armbrustschützen, die aus irgendeiner Richtung kommen, dass wir diese Armbrustschützen vertreiben. Dass die nicht zurück in die Stadt kehren. So, ja, das ist schön. Glaube ich, Abenddämmerung oder sowas, oder später Nachmittag. Ja, hat sehr viele Geräte. Ich weiß gar nicht, ob es so Sinn macht, hier frontal anzugreifen. Vielleicht, dass man auf den Flanken angreift. Idee, was wir machen. Eine ziemlich gute Idee. Die stellen wir hier auf. Die ganzen Schützen. Die werden wir so wahrscheinlich gar nicht brauchen. Jetzt müssen wir überlegen, wir haben angegriffen. Wir kommen wahrscheinlich aus der Richtung. Jetzt versuchen wir erstmal hier hinter dem Hügel stehen zu bleiben. Ah ne, von dort kommt die Verstärkung. Okay, dann schicken wir die Infanterie direkt los. Und hier ist das Ziel. Wir versuchen hier ein bisschen die Artillerie abzulenken. Boah, er kommt ja ziemlich weit nach vorne.
wird auch mal irgendwann anfangen zu schießen. Das ist eine reine Armee, auf das kommt wirklich auch nur die KI. Also die rekrutiert das, was möglich ist. Und wenn dann nichts anderes möglich ist, wenn das Gold nicht da ist oder andere Gründe eben dagegen sprechen, dann kommt es eben zu sowas hier. So, dann schicke ich euch wieder zurück. So, bis die Verstärkung da ist, es dauert. Ah, hier ist eine Sperrmiliz dazwischen. Ach, war doch eine einzige Einheit, war anscheinend dann doch dabei. Muss ein bisschen aufpassen. Die Sperrmiliz ist dann doch dabei. So, hier hört er jetzt schon auf. So, ihr habt eure Ziele. Ihr habt alle ein Ziel. Sehr gut. Sehr gut. So, weg da, die Speere kommen. Oh, oh, die Speere kommen. Aus da. Ah, der General, der war gerade ziemlich in der Zwickmühle. Zwischendurch. So, dann schicken wir die Axtkämpfer mal auf die Sperrmiliz. Das ist immer ein guter Kampf. Autsch. Angriff. Ja, die haben auch einen extrem guten Angriffsbonus. Hier 150 waren das eben. Das waren 150 Mann, jetzt sind es nur 120. Man sieht, wie schnell die jetzt hackfleischen, ne? Also es geht super schnell, weil die eben halt auch so einen übertrieben starken Angriffsbonus haben. Ich meine, die Einheit hat 9 Ansturmbonus, ne? Meine Schockkavallerie hat 5. Ja, kann man natürlich so nicht vergleichen. Die kann, da kommt nochmal ein Massevorteil dazu. Trotzdem beeindruckend. So. Aber trotzdem sieht man hier, unsere Infanterie hat trotzdem so ganz leichte Probleme. Ja, also Verluste bekommt die Infanterie trotzdem. Und das ist echt traurig. Also was die KI hier für einen Kampfbonus hat, da muss man einfach den Kampfbonus mit betrachten. Dann, die müssen irgendwo Bonis haben bei gewissen Werten, sonst würde hier so eine Einheit Artillerie es nicht schaffen, irgendwie hier diese Söldnersperrträger auseinanderzunehmen. Ich kann mich jetzt nicht auf alle Zahlen konzentrieren, aber wir sehen es ja trotzdem, dass wir hier rote Zahlen machen. Rote Zahlen heißen immer, dass Verluste entstehen. Und das ist natürlich übel. Sperrminis geht ja auch nicht irgendwie so richtig drauf. Die Bombardenbesatzungen hauen schon ganz schön drauf. Gut, die Söldnersperrträger schlagen sich noch am besten von allen Truppen. Trotzdem interessieren, was die für Werte haben, so diese Artillerie-Mannschaften. So, hier sind wir erstmal fertig. Die schon wieder. Die Sperrträger gehen auch nicht so richtig tot. Die machen auch echt ganz schön Schaden. Selbst mein General kriegt hier Verluste mit und durch diese Besatzung. Dürfte eigentlich auch nicht geschehen. Sehr gut, die weg. Schicken wir General mal hier gegen die Speere. Und weg, raus da. 39. So.
So, das erste Gefecht wäre geschafft. Das war ja erst der eine Teil. Sehr gut. Endlich fliehen auch die Speere. Muss nur ein bisschen vorsichtig sein mit dem Verfolgen. Weil er natürlich in der Armee genauso viele Geräte hat. Und hier ist jetzt auch relativ viel Infanterie dabei. Da sind auch ein paar Hellebarden-Milizen und die Speere haben sich schon wieder gesammelt. Ah, da ist noch Belagerungsgerät. Oh, aufpassen, da nimmt mein General unter Feuer. Ja, haut die mit mal kaputt, danke. So, jetzt hole ich langsam mal die Schützen ran. Und ihr dürftet gerne auch eure Geräte hier wieder besetzen. Ja, wir holen mal die Schützen ran. Kommt jetzt auch ein bisschen mehr Infanterie dazu. Hört mal auf, meine Infanterie zu schießen hier. General ist in Sicherheit. So, feindlicher General ist tot. Aufpassen. Das war ziemlich knapp. Da hast du meinen General getroffen. Das Triebwerk hat angefangen zu schießen. Na, wir könnten verfolgen, aber das Risiko ist mir zu groß. So, wir versuchen mal jetzt hier langsam schon mal ein erstes Flankierungsmanöver. So, da haben wir die Schützen mal noch ein bisschen näher ran. Ich nehme jetzt hier sogar mal die weite Aufstellung. Ich denke mal, das kann mir hier ein bisschen die Verluste verringern. Ja, was wir auch machen können, wir können uns in diesen Belagerungsräten verstecken. Das ist natürlich auch ein relativ guter Schutz. So, 120. Der Schuss hat jetzt nur einmal getötet. Auch relativ wenig. Ja, versteckt euch mal hinter den Belagerungsgeräten. Ist nicht verkehrt. Ihr nehmt eine Flankenposition ein. Und mein General auch. So, dann geht's auf die Artillerie. Ist eigentlich eine ziemlich einfache Schlacht. Man muss nur wissen, wie man es jetzt hier spielt. Ah, jetzt haben sich ja noch ein paar Söldner-Speerträger versteckt. So, ich stehe mal ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Na, solange die Fernkämpfer noch wenig Schaden bekommen, ist mir das auch ganz lieb hier. Ich meine, die Infanterie wird nach und nach ins Zentrum laufen und dort sicherlich dann viel einstecken. General können wir auch langsam mal schon mal hier in die Richtung schicken. Meine, eigentlich müssten die sich wirklich schlagen hier, die estnischen Rebellen. Na, jetzt fliehen die sogar. Ich kann mir das nicht erklären, wieso die jetzt fliegen gegen diese Tribocke. Wahrscheinlich, weil die so eine Art Flankenmanöver gestartet haben.
hoffentlich schaffen es unsere Axtkämpfer. Nein, die haben Buttermesser, die haben hier eine Zweihand-Axt. Und selbst die haben ein Speer. Speer und Schild, also das... Muss mir mal jemand erklären, warum die das verlieren. So, Kavallerie. Die ist auch erschöpft, ist auch nicht so gut. Ja, hier, tatsächlich, die sind geflohen, die Axtkämpfer. Ganz großartig. Na gut, muss ich am Ende der General hier um jedes Gerät einzeln kümmern. Dann ist es eben so. So, ich spule es mal ein bisschen vor. Weil das wird jetzt die Aufgabe der Armbrustschützen sein. Ja, wie gesagt, Hellebarden mit den schwächsten Einheiten im Spiel. Diese Unmenge an Belagerungsgeräten hier. Na gut, Stück für Stück. So, das hätten wir. Gleich das nächste Gerät. Besten Fall ohne, dass der General stirbt. Aber wirklich blutig ist er noch nicht. Los, komm, mach kurz einen Prozess hier. So, Rauch fertig. Auf zur nächsten Einheit. Die haben wir wieder verloren gegen die Besatzung. Hatten wir jetzt schon allzu oft. Das Ganze. Naja, dafür im Zentrum machen wir die Hellebardenmiliz fertig. Dann läuft es jetzt wirklich darauf hinaus, dass mein General wirklich sich um jede Einheit einzeln kümmern muss. Na gut, dafür ist schwere Kavallerie auch da. So, er wird zum Glück auch nicht wirklich gehittet. So, sieht aber gut aus. Sieht gut aus. So, auch dass ich die Hellebarden-Einheiten jetzt nicht hier mitten in dieser Einheit sammle, das wäre übel. So, der General hat noch genug zu tun. Es gibt noch genug Aufgaben. So, was ist eigentlich mit den Armbrustschützen geschehen? Ich glaub, die hatte ich ja nicht komplett von der Karte vertrieben. Ja, immer noch haufenweise Geräte. So, da kommen noch Hellebardeneinheiten. So, müssen wir mal gucken, das sind ja auch gerne mal Einheiten, die bis auf den Tod kämpfen. Nicht, dass die mir General noch mitnehmen, das sieht aber nicht so aus. Nee. So, auf zur nächsten Einheit. So, meine Katapulte sollen noch gar nicht anfangen zu schießen, falls die auf die Idee kommen sollten. Da muss ich hier wirklich überall eins in der General drum kümmern. Ist zwar nervig, aber die Infanterie fliegt ja immer wieder. Aber ich meine, da kann der General immer ein bisschen Erfahrung sammeln, auch nicht verkehrt. Ja, sehr gut. Sehr schön, die fliehen. So, gleich ist die nächste Einheit. Hm. Na gut, wenn der General hier hängen bleibt, wäre das ganz gut. Genau. Halt. Nicht, dass die den eigenen General treffen. Hau mal ab, ihr Bogenschützen. Weg da.
treffen daher noch die eigenen Truppen. Sehr gut. Die sind auch am Fliehen. Und es gibt immer noch Arbeit. Sehr gut. Ja, perfekt, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja gut, dann jagen wir die noch mal ein bisschen in Richtung der Armbrustschützen. Aber es klappt auch so ganz gut. Perfekt. Dürfte jetzt nicht allzu viel übrig bleiben. Sehr schön, klarer Sieg. Wir haben 400 Mann verloren, der Feind fast 2000 Mann. Vielleicht gehört uns die Stadt jetzt schon. So, 4000 Mann, die werden natürlich alle hingerichtet. Stettin. Ja, natürlich klasse. Nee, da, die Armbrustschützen sind, glaube ich, übrig, ja. Aber das können wir automatisch machen. Das können wir am Ende automatisch machen. Das dürfte jetzt keine große Geschichte sein. Ja. So, Stettin gehört uns. Dass wir endlich auch mal ein bisschen vorankommen. So, reparieren wir gleich mal alles. Ja, die Stadtmauer ist wahrscheinlich am unwichtigsten. So. In der Reihenfolge, genau. So, als nächstes Magdeburg und Potsdam. So, hier seid ihr mir gerade ein bisschen unzufrieden, aber 65%, das kriegen wir schon wieder hin. Riga genau dasselbe. Und der Deutsche Orden wird mit Sicherheit dann in der nächsten Folge seine Vernichtung, seinem Ende entgegensehen. Ja, natürlich steht auch noch das ein oder andere Gefecht gegen Novgorod an. So, hier haben wir eine Schlacht gegen Dimitri, gegen den Großherzog. So, Wisbesk sind sie auch mittlerweile happy. 85%. Mehr will ich doch gar nicht. Da geht auch noch eine Miliz. So, Novgorod selbst ist auch in Reichweite. Dann bedanke ich mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, das nächste Mal werden wir dann wohl das Kampagnenziel erreichen, nicht das Kampagnenende. Das wird sicherlich noch ein, zwei Folgen auf sich warten lassen. Und dann bedanke ich mich auch hier. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.